Hawk XB1 1,5 bis 5x32 Armbrustzielfernrohr. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200. Weihrauch HW100 Bullpuffer. Air Gun im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ja, heute habe ich was für meine Zuschauer, für die Armbrustfreunde unter euch. Es gibt so viele Fans da draußen mit einer Steamboat Stinger oder mit einer Cobra Edda oder einer anderen Armbrust. Ich weiß, dass die Dinger momentan absolut beliebt sind. Natürlich haben wir auf jabolo.de dann auch das passende Zubehör dafür, dass ihr die Dinger noch besser nutzen könnt, dass ihr einfach noch viel mehr seht, dass ihr noch präziser schießen könnt. Wir bieten euch extrem hochwertige Armbrustzielfernrohre an. Ich weiß, sie werden teilweise schon mit Zielfernrohren ausgerüstet, aber ich kann euch versprechen, die Dinger hier machen den Unterschied. Von Hawk gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Zielfernrohre auch. Die sind sehr stark im Bereich Luftgewehre, sehr stark aber auch im Bereich Jagd und für die normalen Schützen. Jetzt gibt es dann vier verschiedene Modelle. Hier im Armbrustbereich, heute stelle ich euch eben das Hawk 1,5 bis 5x32 XB1 Armbrustzielfernrohr vor. Was wunderschön dran ist, ihr habt direkt im Lieferumfang hier die Flipcaps mit dabei. Das heißt, wenn ihr die Armbrust transportiert oder nicht das beste Wetter habt und gerade nicht am Schießen seid, könnt ihr euer hochwertiges Optiksystem vor Staub, vor Regen und Schmutz einfach schützen. Wir haben einen 25,4 mm Mittelrohrdurchmesser. Wir haben 11-lagig Mehrschicht vergütete Linsen. Wir haben ein relativ kurzes Mittelrohr, das heißt, ihr braucht eine zweiteilige Montage. Da habt ihr natürlich auf jabolo.de direkt am Artikel auch die Empfehlung, welche ihr da verwenden könnt. Was das Zielfernrohr noch hat, was ich zuvor gar nicht kannte, ist der patentierte Geschwindigkeitsstellring. Was bedeutet das? Ihr seht hier Zahlen von 250 bis zu 425. Kennt ihr eure Bolzengeschwindigkeit, weil ihr diese mit einem Chroni gemessen habt, dann könnt ihr diese hier über die Optik-Stellring einstellen und im Absehen drin, guckt es euch mal auf jabolo.de unter den Fotos an, im Absehen drin habt ihr dann Zahlen, 20 Yards, 30 Yards, 40 Yards, 50 Yards bis zu 100 Yards und dann wisst ihr genau eure Haltepunkte und könnt direkt damit das Ziel beschießen. Yards, 11 Yards sind 10 Meter zum Beispiel, also mal 1,1, relativ leicht zu rechnen, also das kriegt man relativ gut hin. Natürlich könnt ihr das Absehen auch verstellen. Ihr habt hier unter den flachen Caps einen Einstellturm, den könnt ihr werkzeuglos einfach mit dem Finger verstellen in Halb-Mohr-Schritten. Insgesamt hat dieser einen Verstellbereich von 180 Mohr, also da findet ihr auf jeden Fall eure perfekte Einstellung dafür. Was dann auch noch richtig cool ist, dass ihr das Absehen auch beleuchten könnt. Ihr könnt es in 5 Stufen jeweils in Grün oder in Rot beleuchten. Das Glas ist natürlich absolut prellschlagfest. Das heißt, wenn eure Armbrust richtig ordentlich tritt, weil sie Power dahinter hat, dann wird dieses Glas darauf auf jeden Fall überleben. 21,1 cm lang, 368 Gramm leicht. Was ich euch noch vorenthalten habe, ist, hier unten drunter ist die Batterie versteckt, eine CR2032 Batterie. Die bekommt ihr bei Online-Versendern für 40, 50 Cent das Stück. Die hält euch dann ewig und ja, ich sag mal, mit einem beleuchteten Absehen könnt ihr nochmal auf jeden Fall viel besser zielen. Ich kann es euch nur empfehlen, gönnt eurer richtig geilen Armbrust noch ein richtig geiles Zielfernrohr, dann habt ihr den doppelten Spaß. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich auf ergandi@jabolo.de. Sonst kann ich mich nur ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit bedanken. Dann bis zur nächsten Woche. Ciao, servus, sagt der Gandhi.